Sehr lieber Internet-User, ich habe mir erlaubt, ein kurzes Video zu diesem Thema zu machen. Der Zahnarzt hat mich verunsichert. Ich habe schon ein längeres Video zu diesem Thema einmal gemacht, nämlich das nennt sich Wie werde ich gesund? Wie finde ich den passenden Arzt? Sie schreiben im Forum, Sie haben also ein Zahnproblemchen, in dem Fall mit Krönchen, und sind jetzt total verunsichert, und ich nehme das als Anlass, weil ich sowas immer wieder in der Ordination habe, dass Menschen kommen. Ich hatte gestern gerade so einen Fall und ich erzähle dann über diesen Fall, weil ich ein Bild malen möchte. Und bei diesem Fall ging es darum, dass also eine ältere Dame bei einem ehemaligen Mitarbeiter von mir war, als ich meine Ausbildung in einem Krankenhaus machte, hatte ich einen Vorgesetzten, einen Herrn Professor, und der ist noch immer in Amt und Würden. Und dieser Herr Professor war gekennzeichnet davon, dass immer, wenn er von einer Firma gesponsert wurde, dann war dieses Produkt das Beste und das Tollste. Und wenn diese Firma nicht mehr sponserte, wendete er sich einer anderen Firma zu. Und ich klärte diese Dame auf, sie schilderte mir also ihre Zahngeschichte, sie hatte da eine Brücke, die war völlig in Ordnung, die wurde dann durchtrennt, es wurde ein Implantat gesetzt. Ursprünglich war sie bei diesem Arzt, weil sie also ein bisschen Gesichtsschmerzen hatte. Es stellte sich dann im Nachhinein heraus, dass ihr Sohn sich gerade selbstständig machte und dass sie das ein bisschen stresste als Mama, und durch nächtliches unbewusstes Pressen hatte sie halt einen Gesichtsschmerz, der aber jetzt nicht unerträglich war, aber sie wollte eben einen Arzt befragen, was das sein könnte. Und dieser Kollege, der nur Dollarzeichen in den Augen hat, hat dann die Brücke durchtrennt, hat ihr dort ein Kurzimplantat gesetzt, mit dem Erfolg, dass die Dame natürlich nach wie vor den Gesichtsschmerz hatte oder hat. Und dieses Verhalten oder dieses Vorgehen, das erklärte ich der Dame, dass das also in der Medizin nicht ungewöhnlich ist, so wie im Wirtschaftssystem generell, kommen auch in der Medizin nicht die Guten nach oben, sprich die Ärzte, die jedes Wochenende ihren Wochenenddienst schieben oder viele Nachtdienste schieben, die am Patienten beschäftigt sind, die operieren nicht in Privatkliniken, in Privatspitälern oder besetzen Ordinariate, Primariate. Meistens kommen jene nach oben, die am besten austeilen können, die bei allen Aderpeis dabei sind und bei der politischen Sitzung. Und diese Dame, ein bisschen ein älteres Semester, war halt klassisch in diesem Glauben, naja, der Herr Professor, der wird schon richten. Und als ich ihr dann sagte, naja, wahrscheinlich sind da auch ein bisschen Sie schuld, nämlich, dass Sie Verantwortung abgeben, dass Sie vertrauen wollen, und deswegen geraten Sie dann an solche Menschen, weil eigentlich müssten Sie das ja fühlen, wer Ihnen da gegenübersteht. Und die Dame war sehr einsichtig. Ich gab ihr dann auch noch ein Beispiel, ein anderes Bild, dass wenn jetzt bei der Tür ein Blondinchen mit aufgespritzten Titten reinkommt, mit aufgespritzten Lippen und ah ja, Doktor, bitte machen Sie, ich habe da Schmerzen und erzählen Sie mir das gar nicht, das interessiert mich nicht, tun Sie es nur einfach richten, ja, dann ist so eine Person natürlich viel mehr gefährdet, dass sie an Scharlatane rankommt, und wahrscheinlich wird sie dann auch solche Scharlatane anziehen, denn jemand, der die Dinge erklärt, den wird diese Person als mühsam empfinden und wird sich abwenden und wird einfach aufgrund der Gegebenheiten dann eben Ärzte anziehen, die sie veräppeln. Und wieso erzähle ich Ihnen das jetzt alles? Sie schreiben, ich bin sehr verunsichert, und ich kann das jetzt natürlich so und so interpretieren, aber ich interpretiere das jetzt ein bisschen theatralischer und frage Sie dann zurück, wieso sind Sie bei zwei Krönchen verunsichert? Man muss ja da nicht verunsichert sein, sondern dankbar, dass wir übers Internet uns beraten können, dass wir uns aufklären können, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ich kenne jetzt den Fall an sich nicht, ich habe Ihnen im Forum geschrieben, dass Sie einfach einmal ein Foto machen, dann kann ich Ihnen mehr sagen. Aber verunsichert ist das Allerletzte, was man sein muss. Denn man wird dieses Zahnproblemchen sicher lösen können. Und wenn Sie bedenken,
dass tagtäglich 40.000 Menschen an Hunger sterben, dann merken sie eigentlich, wie gut es uns geht, und Verunsicherung bringt uns nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist Ablassen von den Emotionen, ist ein klarer Kopf, ist ein sachliches Nachdenken, ist ein sich selber reflektieren. So werden wir unser Leid auflösen können. Wenn Sie dieses Thema vielleicht ein bisschen mehr interessiert, ich habe Ihnen unten auch dieses Video verlinkt, wie werde ich gesund, wie finde ich den passenden Arzt. In diesem Sinne alles Liebe.